Hey, na, herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy XI. Wir sind jetzt mittlerweile in allen drei Nationen in der Vergangenheit angekommen. Und ich habe es euch ja schon versprochen, wir werden der Nation Windus beitreten. Und das steht in diesem Part an. Für den Fall, dass ihr einer der anderen Nationen beitreten wollt, könnt ihr das natürlich gerne tun. Ich werde euch einfach mal die Übersicht über die Mission von Wings of the Goddess in der Videobeschreibung hinterlassen. Und ja, ihr könnt dann im Prinzip die Route auswählen, die eurer Nation entspricht. Wir machen die Windows-Route. Das heißt, wir legen jetzt mit Mia Ryu an dieser Stelle los. Und die gibt uns erstmal ein kleines Quest. Also natürlich nimmt sie erstmal diesen Green Recommendation Letter an, also das grüne Empfehlungsschreiben. Aber wir kriegen jetzt eine kleine Probe, sag ich mal, mir beizutreten. Und das ist natürlich einfach ein Fetch Quest eigentlich. Wir haben jetzt Zonpa Zippas All-Purpose Potty bekommen. Und sollen damit die drei Towers in West Sarutabaruta anklicken. Ja, das war's auch. Also, das ist nicht mal schwierig. Das ist mehr aufwendig als alles andere. Okay, das heißt, wir verlassen jetzt Windus an dieser Stelle. Ihr müsst hier mit Ajen Myojin sprechen. Ajen Myojin. Wer mit euch rauslässt, weil die natürlich wegen ihrer Kriegssituation hier Windus abgeriegelt haben. Ja, und der erste ist, hier, ist ja nicht weit weg hier, ne? Also, machen wir nochmal nicht auf. Und, ja, um das gleich mal zu zeigen. Hier ist der erste, da ist der zweite und da ist der dritte. Na, also die werden wir jetzt einfach alle drei anklicken. Die haben alle ein Sealed Entrance, also sind versiegelt. Und man muss das einfach nur anklicken, wirklich. Ja, da steht ja jetzt schon, du hast Zonpa Zippas All-Purpose Putty in die Risse am Eingang geschmiert. Und das war's. Ja. Ich hätte mir Spannenderes vorstellen können, aber gut. Wenn man das machen muss, um einer Armee beitreten zu dürfen, das muss man sich mal vorstellen, ne? Normalerweise würde man doch eingezogen. Und nein, wir wollen schon freiwillig beitreten. Und ja, dann beweise erstmal, dass du uns treu ergeben bist. Und hier mach jetzt diese kleine Reise durch West Sarutabaruta und schmier das Zeug in die Risse. Ja. Sehe ich genauso. Ja. Aber gut. Was muss, das muss. Aber man sollte ein bisschen vorsichtig sein. Es kann sein, dass in der Nähe dieser Eingänge irgendwelche gefährlichen Monster rumlaufen. Das heißt, man muss ein bisschen aufpassen, dass man vielleicht nicht gerade was aggrot, wenn man vom Mount abspringt. Aber ansonsten ist hier nicht viel los. Ich glaube, die Toads sind aber ungefährlich. Glaube ich, hoffe ich. Sieht gut aus. Okay. So, jetzt noch der letzte da ganz oben. Und auf dem Rückweg können wir dann eigentlich das Buch nehmen. Kommen hier übrigens nicht hoch. Hier ist auch eine Klippe. Aber ja,
Ja, und ich habe schon angedeutet, wenn wir dann Windows beigetreten sind, werden wir aber erstmal die Vergangenheit ruhen lassen und uns auf den Weg in Richtung Eskazitar machen, um dort noch bis auf Level 60 hoch zu grinden. Ich bin mir noch an dieser Stelle unschlüssig. Erstens, ob ich das nicht in diesen Part mit reinpacke und zweitens, ob ich das nicht einfach abkürze auf und so machen wir das jetzt 10 Level. Also rechnet mal nicht damit, dass ich euch jetzt zeige, wie ich dann irgendwie, weiß nicht, stundenlang dort stehe und einfach Mob kloppe. Wobei, ich habe von 1 bis 50 mit dem Dancer, habe ich ungefähr 4 Stunden gebraucht. Und das sind jetzt 10 Level. Natürlich brauchen wir jetzt viel mehr Erfahrungspunkte. Und wir kriegen nicht unbedingt mehr als damals. Und mein... Nee, das Empress Band, das hat nur noch 3 Aufladungen. Aber das ist eine gute Gelegenheit, dann kann ich euch nämlich mal nach diesen 3 Aufladungen dann wahrscheinlich im nächsten Part zeigen, wie man das auflädt. Kann man einmal pro Woche machen. Und ja, genau. Und dann machen wir das dann wahrscheinlich, wenn wir Level 60 sind, gemeinsam einmal. Aber erstmal schauen, wie lange wir hier jetzt brauchen. Gerade sind wir hier richtig. Ja, sind wir. Ein NM. Eine Tiffe Notte. Das noch an. Damit wären wir fertig. Jetzt können wir zum Buch reiten, was ja jetzt nicht weit weg ist. Und von dort aus teleportieren wir uns dann nach Windows wieder rein. Ja, aber wenn dann erst 10 Minuten um sind, was ja der Fall zu sein scheint, würde ich sagen, führe ich euch direkt noch nach Eskazitar an das Camp, wo dann ja weiter gegrindet wird. So, hier wäre das Buch. Also eine Wings of the Goddess Area und Windows Waters S. So, einmal zurück zu unserer Auftraggeberin. Genau. IOM? Na klar. Krieg ich was? Und Meet Roma Migo.
Romamigo ist die Mutter von Namamigo. Okay, wir sind jetzt eingeschrieben in Windhurst. Und also ein Member der Cobra Unit. Und haben entsprechend auch eine Ribbon bekommen, ein Abzeichen. Und je mehr man hier an den Kampagnenschlachten bzw. diesen ganzen Sachen hier teilnimmt, desto höher ist dann quasi das Abzeichen, sag ich mal. Desto mehr bekommt man. Kann man sich hocharbeiten. Wir haben hier noch die Sprinter Shoes. Die gab es noch dazu. Die kann man 15 Mal benutzen und dann läuft man ein bisschen schneller. Aber okay. Genau. So, und ja. Dann geht's wohl nach Eskazita an dieser Stelle. Wenn ihr. Ja, wo fange ich an? Wenn ihr noch Dailies anzunehmen habt an dieser Stelle, wäre ein guter Zeitpunkt, das jetzt zu tun. Meine laufen noch, beziehungsweise sind noch nicht wieder ready. Wir teleportieren uns dann einfach direkt nach Cuthum Island. Außer natürlich, ihr müsstet... Ach nee, das ist eigentlich auch egal. In Eskazita ist das, glaube ich, egal. Ich wollte gerade sagen, ihr könnt euch eine neue Signet holen, aber ich glaube, es wirkt da gar nicht. Ah, okay. Ja, aber wir teleportieren uns direkt nach Cuthum Island. Hier ist ja das Portal, das kennen wir schon. Dort. Und ich habe mir notiert, wir werden jetzt hier Crawlers bis 55 machen und dann Curls bis 60. Und beide Gegnertypen linken nicht. Das ist eine Info, die solltet ihr haben. Das heißt, ihr könnt die einfach aus den Gruppen rauspullen. Falls ihr es noch nicht getan habt, klickt noch dieses Portal hier an. Das Portal Nummer 1. Wir werden jetzt ein bisschen weiter reinlaufen müssen. Genau, wir beschwören unsere Trusts. Joran, Oran, wenn ihr könnt. Ansonsten Kupipi. Und ihr könnt auch natürlich Mili Aliapro nutzen. Wenn ihr mit der besser klarkommt. Steht euch ja frei. Und ich glaube, hier drin können wir nicht mounten, oder? Nein, können wir nicht. Wir können aber den Spectral Jig nutzen. Also, warum nicht? Vielleicht hilft es. Wobei, wir wissen ja, dass hier die Würmer und die Obdellas, die aggron ja nicht. Die Obdellas linken nur. Ich glaube, die Würmer linken auch. Aber sie aggron nicht. Wir laufen jetzt einfach nach Norden. Und ihr seht hier schon, das sind die Portale. Und das ist das Portal für die Crawler und das ist das Portal für die... Für die Curls. Die Crawler findet ihr in diesem Bereich und die Curls in diesem Bereich. Das heißt, wir holen jetzt einfach einmal beide Portale. Und ja, dann zeige ich euch quasi die Camps. Das sind nochmal Würmer, falls ihr nochmal welche braucht. Aber da sind schon die Crawlers. Mal checken. Die sind tough zurzeit. Das heißt, die sollten easy sein. Ihr könnt auch noch Würmer dazwischen hauen, falls es sonst gerade keine Crawler in der Nähe gibt. Es kann immer mal wieder passieren, dass ein Notorious Monster dazu spawnt. Also, dass plötzlich da, wo ihr seid, ein Gegner spawnt, der einen anderen Namen hat. Begebt euch einfach sofort auf Distanz, der aggrot nicht. Ist zumindest meine Erfahrung. Dass er nicht sofort aggrot. Und ja, das hier ist Portal Nummer 3. Einmal anfassen und dann kann man sich jetzt zwischen den ersten beiden Portalen hin und her bewegen. Und wir machen das wieder an. Na, also ihr könntet dann hier an dieser Stelle direkt am Portal im Prinzip oder in der Nähe des Portals könntet diese Crawler machen. Bis ihr 55 seid.
Und danach begebt ihr euch dann zu dem nördlichen Portal dort, wo ich jetzt auch gerade nochmal hinführe. Ich glaube übrigens, die Würmer, die hier sind, die sind vom Level her ein kleines bisschen höher als die am Eingang. Das heißt, wenn ihr die macht, kriegt ihr auch mehr Erfahrungspunkte als die am Eingang. Von daher könnt ihr die gerne auch dazwischen werfen. So, und hier ist jetzt ein Weg durch, auch wenn das auf der Karte schwer zu erkennen ist. Das heißt, ihr könnt im Prinzip direkt nach Norden durch jetzt. Also, falls so ein NM spawnen sollte, ne? Wie gesagt, einfach auf Distanz gehen und ein bisschen abwarten, dass die spawnt dann auch wieder. Ist zumindest meine Erfahrung. So, hier sind schon die Curls. Und nach die Linken auch nicht. Die sind jetzt auch ein bisschen... Die sind noch incredibly tough. Aber ab 55 könnt ihr die machen. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr natürlich auch hier hinten beim Portal euch weiter westlich vorwagen. Aber die Gegner fand ich anstrengender. So, das ist aktiv. Ja, weil hier gibt es noch die Damals, die könnt ihr machen, aber die heilen sich halt ständig. Ich glaube, die Linken auch. Und Weapons wären da auch. Da könnt ihr mal überlegen, falls ihr zum Beispiel hier so ein Objective habt. Oh, Gain Experience. Das nehme ich natürlich gerne mit. Aber falls ihr so ein Objective da habt, wegen Vanquish Arcana oder so, dann könnt ihr natürlich die Weapons vorziehen. Genau. Ich fange jetzt bei Portal 3 an. Und ja. Ich werde jetzt loslegen. Und an der Stelle bedanke ich mich dann recht herzlich fürs Zusehen. Wir sehen uns dann wieder, wenn ich Level 60 bin. Und genau, bis dahin wünsche ich euch was. Lasst ein Like und ein Abo da, falls es euch gefallen hat, was ihr hier geboten bekommen habt. Und ja, aktiviert die Glocke, damit ihr informiert werdet, wenn der nächste Part online ist. Und wir sehen uns dann. Bis bald. Bye-bye.